Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, ja, Minecraft Megacraft. Und das ist jetzt ein ganz neues Projekt. Und ja, wir haben hier schon mal unsere Grundstücke gemacht. Und ja, ich habe Optifine drin wenigstens. Das war auch eine Qual. Weil irgendwie, wenn wir Fog, also den Regen und so ausgemacht haben, hat es irgendwie voll geleckt. Also, dass da komische Sachen kamen. Und ja, hier auf jeden Fall haben wir ganz viele High-Voltage-Solar-Arrays drauf. Und damit man sich hier halt mit Jetpack und so aufladen kann und seine Sachen. Hier haben wir ein ME-System, ein Stadt-ME-System mit 150, 64 K-Disketten. Hier haben wir eine Canning-Maschine, also da kann man Essen dann reintun in drei Kannen und ja. Dann komm mal mit, Nico, du machst da eine Tür zu. Ich muss mal eben gucken, ob ich Nico lauter machen kann. Ja. Yeah. Weil ich power jetzt auch auf Windows 10. Und ja, okay, jetzt hört man schon mal direkt viel mehr. Ich habe nicht jetzt mein... Oh, und das war Skype. Ja, auf jeden Fall, hier ist halt das... Boah, jetzt hört auf. Hier ist halt das Gefängnis. Nico, demonstrier mal, geh mal rein. Oder nee, schlag mich und dann... Schlag mich mal. Oh, ich bin böse. So. Oh nee. Und jetzt darfst du die ganze Folge drin bleiben. Ungefähr so wäre das halt jetzt. Heißt, die Regeln, die lese ich jetzt auch nochmal kurz vor. Da habe ich extra einen coolen Zettel. Nico, also, man darf keine Blöcke in einem Radius von 250 Blöcken um diesen Waypoint hier drum abbauen. Und auch kein PvP, 250 Blöcke um diesen Stadt-Waypoint. Queries darf man nur in einem Radius von, ab 1000 Metern von der Stadt weg. Da ich habe versucht Mistcraft drauf zu machen, nur leider geht das nicht so gut in der Version. Und ja, Portale zum Mond mit der Portal Gun werden direkt mit Bann bestraft. Und ja, was weit weg macht. Sagen wir, keiner mit reingezogen wird, aber das klären wir noch. Eine Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in ein Wasserloch gucke und sehe, da ist ein Erz ganz oben, darf ich das abbauen? Nein. Solange ich sonst nichts anderes mache? Okay. Nein. Auf jeden Fall dann halt, wir haben halt dieses ME-System und jeder hat ein, also wir beide haben auch schon ein ME-System, nicht wundern, dass wir hier zwei Controller haben. Das eine ist halt unser ME-System und das andere ist das Stadtterminal. Und hier drunter ist dann eine Leitung, wo man Strom bekommen kann. Das kostet einen dann eine bestimmte Anzahl an, ja, in Anführungszeichen Geld. Wie viel waren das? 1 Million RF, glaube ich, was ein MFE speichern kann. Und ja, ich habe... Also nee, ich glaube sogar 10 Millionen. Nee, 10 Millionen waren MFSU. Ach so, ja. Ja, auf jeden Fall. Wir haben halt hier den Serverraum drunter. Den kann ich jetzt auch mal eben zeigen. Nico, du bleibst aber hier, oder? Ja. So. Du kannst ja nachher ein Bild einfügen. Ja, ich kann ja hier währenddessen... Ja, auf jeden Fall, das hier ist halt... Wir sind halt ja hier direkt unter dem Haus. Und hier ist halt das große Stadtterminal. Mit hier 64K-Disketten, da darf jeder was reintun. Kohle und Charts werden automatisch rausgefiltert. Und ja, ist halt hier mein Schrank. Und man kann halt sagen, ich baue mir jetzt eine Diskette. Und dann kann man die halt hier reinlegen. Die muss man halt mir immer geben. Und dann, ich kontrolliere ständig, wie voll das ist. Und sag dann halt auch Bescheid. Und jeder bekommt eine Einkarte, also zwei Einkarte-Disketten und wir beide, da wir den Server bezahlen, bekommen noch eine 64K-Diskette. Wobei mir schon einiges drauf ist irgendwie. Ach ja, stimmt, ja. und halt hier hinten sind nochmal zwei ja, Schränke, in Anführungszeichen. Die gehört hier zu den Controllern. Und ja, da ist bisher noch keiner. Hier wird aber noch ein paar Personen auf jeden Fall hinkommen und wahrscheinlich ein anderer Typ noch. Und halt, kann ja sein, wie im, bei Minecraft Markt, dass Gomma halt vor, also Gomma in Anführungszeichen stand, nee, warte, wie sag ich, also Gomma stand ja bei Easy vor dem System. Genau, und wollte ins Bett gehen. Da kam aber ein Creeper reingelaufen und hat ihn einfach mal in Luft gejagt und das ganze ME-System war weg. Und da Easy keine Kisten hatte, sondern alles auf dem ME-System und das Terminal halt kaputt war, hatte der halt gar nichts mehr. Und schade, das will ich vorbeugen. Und das heißt, wenn hier das ME-System kaputt geht, kann man mir halt Bescheid sagen, dann kann ich halt die Sachen unten rausholen. Ja. Nur halt, wenn ihr das, wenn das kaputt geht, müsst ihr euch ein eigenes bauen. Ja, deswegen sind die Disketten ja weit weg vom Hof.
Ja, bei mir eigentlich jetzt eher weniger. Ja, also du sollst keine Bomben zünden. Ja, hab ich mir auch gestern schon, heute Morgen gedacht, scheiße, wenn ich eine Nuke zünde, sind ja alle aus dem Feld. Da steht alles weg. Nee, eine Nuke wird wahrscheinlich nur mein ganzes Grundstück wegreißen. Eine Nuke, die macht einen riesen Krater. Bei Kev, ich weiß ja nicht, wie groß das ist. Also wenn du eine war. Normale Nuke auf deinem Hof zündest, ist meine auch komplett mit weg. Das macht, glaub ich, einen kompletten Durchmesser von 50 Blöcken oder so. Ja, dann ist das Stadtsystem wahrscheinlich noch sicher. Nur wahrscheinlich wir vielleicht auch noch, kann ich nicht ganz garantieren, aber ja. Weil unsere Grundstücke sind ja 35x35 Blöcke groß. Und ich bin halt Typ Magie, deswegen habe ich ja auch schon ein paar Sachen. Und ja, jetzt gucken wir mal ins ME-System, was wir schon mal bekommen haben. Achso, scheiße, Shift geht ja hier irgendwie noch nicht in der Version. Stimmt ja, oh Mann. Das, weil wir hier schon Crafting Terminal mit drin haben. Nico, du kannst ja auch einmal dein ME-System zeigen. Ja, also ich kann ja mal bei mir zeigen. Also ich habe hier das rechte, mein eigenes. Da habe ich schon meine Laborkleidung drin, ne, wenn ich sie mir ins Inventar hole. Ja. Und dann habe ich hier noch ein Project Table. Den kann ich mal hier hinsetzen. Da kann ich dann alles mögliche craften. Und auch und dann habe ich links nebendran dann hier Stadt ME. Und ja, gut. Ich bin halt, also diese Seeds, die ich hier habe, sind von mir und Nico vom Grundstück. Da ich die fürs Zaubern gebrauchen werde. Und ja. Nico? Hä? Soll ich den nachher ein Nitor machen? Weiß nicht genau, was ich brauche. Achso, das mit unter der Stadt, unter der Stadt darf man im Radius von 150 Blöcken nichts abbauen. Da, ja, 250 Blöcke ist jetzt halt sehr extrem dann. Und halt nicht, dass man hier irgendwie nachher die ganzen Leitungen trifft. Weil halt die ganzen ME-Leitungen gehen hier halt unter der Stadt her. Und Stromleitungen. Und deswegen, ich, Nico? Hm? Darf ich mal eben dein Table nutzen? Da muss ich mir jetzt, klar. Weil dann könnte ich schon mal Stein holen und dann Kohle holen. Dann könnte ich dir auch zwei Nitor machen, wenn du willst. So, ey, ich wollte gerade... lass doch, hol mal eben raus. Ich brauche ja gerade keinen Project Table. Ups. Ich wollte den Table Lol. Benutzen. Ich habe mal lange weggeworfen, wo ist das hin? Ich tu mal eben... Hast du das Zufall gerade einen Table eingesammelt? Nein, den hast du gar nicht erst rausgeholt. Achso, ich habe ihn gleich drunter draus geworfen. Nee, deswegen. Du hast den, der lag hier noch drin. Ach so, keine Ahnung. Könntest du mal so, das Holz rausholen? Ja. Ey, die Sticks doch nicht. Also das, was jetzt drin liegt, gehört nämlich mir. Gut. Ich hol da mal eben Stein, also unter meinem Grundstück darf ich ja zum Glück abbauen. Ich habe das halt mit den Leitungen auch genauso gelegt, dass der MFSU genau noch vor seinem Grundstück ist. Da habe ich halt auch sehr drauf geachtet. Ja, und ich bin gleich wieder hier weg. Ich baue gerade die Autocrafting Table. Hä, warum? Dann, weil ich dann meistens mehrere brauche, wenn ich große Sachen baue. Den Project Table, der geht aber besser. Du brauchst einen normalen Table, dann noch ein Table. Soll ich den mal eben machen? Warte mal, ich guck mal, wie man Project Table. Also der geht an sich ganz einfach. Ah, Crafting Table, Chest, sondern Blöcke drumherum. Genau. Ja, aber ich baue die Auto-Crafting auch, weil ich oft ziemlich viele baue. Und dann baue ich gerade nochmal ein Ding. Scheiße, ich habe hier Kohle und bin fast die 150 Meter entfernt gewesen, aber auch nur fast. Das ist scheiße mit den 150 Metern abbauen. Ich war ja auch in der Höhle zum Glück schon, aber na. Lol, was soll ich jetzt Monster sind noch aus, da, ja, Nikolrad. Ach, Stein. Ein paar Internetprobleme hat und deswegen ja ein bisschen mein ME-System in die Luft gejagt hat. Ja, das hat irgendwie rumgeleckt und dann auf einmal war dann Creeper da, obwohl das aus war. Und nee, die waren an, weil die automatisch vom Server, wenn ich in Neustadt wieder an sind. Ach so. Er kann dann, woran das lag. Ich habe auf den Router, wenn man es da genauso ausspricht, neu gestartet. Und danach ging's wieder. Ja, der hat halt Hashtag Drosselcom. Ja. Behinderste Leitung, die man haben kann. Also holt euch nie Telekom. No hate, aber Ja, nichts gegen Telekom, aber das ist einfach nicht gut. Ja, die sind halt. Weil so das ist, weil wenn man eine gute Leitung will, dann zahlt man fast 100 Euro im Monat und es ist halt teuer.
Ja, und vor allen Dingen, die wollten ja halt jetzt dann zu Vodafone wechseln. Jo. Und Telekom und, war ganz böse. Ja, Telekom hat den einfach die Leitung deswegen gedrosselt. Und so kann Vodafone... Ja, und gibt ihnen halt eine bessere Leitung, theoretisch. Ja, ich hätte normalerweise eine 16K-Leitung, aber bei ihrem Vertrag stand, dass bis zu 16K geht, dürfen die das drosseln, dass ich nur knappe 6K habe. Und den Rest auch noch voll runter gedrosselt, dass es noch weniger ist. Ja. Heißt, der lädt ein Video in 3-4 Stunden hoch. Ja, ist so, ein 20-Minuten-Video dauert manchmal 2-3 Stunden. Habe ich dir schon gesagt, dass das bei mir 5-10 Minuten dauert? Ja. Je nachdem, wie gnädig gerade mein Internet ist. Und sorry, falls ihr jetzt gerade nichts seht bei mir, ich suche gerade Kohle. Und ich habe Eisen gefunden. Ach, und wenn du ins Stadtsystem kommst... Und ich habe noch Tape. Und es laggt. Nico? Ja, hat. Ach so. Ja, hat leckt gerade ziemlich bisschen. Ja, bei mir nämlich auch. Ich konnte gerade nichts abbauen. Ach doch, ja, jetzt. Ach so. Der hat's mir nur nicht angezeigt. Ja, du hast gerade ziemlich bei Skype geleckt, aber Marz eine gemacht. Ja, habe ich auch gesehen. Da stand auch letztendlich Problem mit der Internetverbindung. Könnte auch dran liegen, dass ich gerade schon seit 6 Stunden irgendwie ein bisschen im Internet sitze. Und ich habe nicht Drossel kommt, zum Glück. Ja, du hast noch 100K. Ich glaube sogar noch schneller. Also, du kannst mich eigentlich nicht fragen, was ich für eine habe, genau. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine schnellere haben muss als du. Kannst du mir Speedmeter nachgucken? Ja, mache ich noch. Aber jetzt mache ich erstmal eben Fackeln. So, damit ihr auch was seht. Ey, in der Version gab es ja auch schon aus Kohle zwischendurch Dings. Weißt du? Hier XP. Ja, so, ich habe schon meine Steinsachen. Ja, weil wir spielen hier gerade Feed the Beast Light mit ein paar extra Mods, die es als Download nachher noch geben wird. Mit der Minecraft-Version 1.4.7. Und das war eine der Versionen, die ich an sich nie gespielt habe. Ja, ich hatte ja Minecraft erst seit 1.6.4. Vor so 2-3 Jahren oder so. Das wäre dann weniger gewesen, weil ich weiß, 2012 gab es die 1.2.5. Das war nämlich meine allererste Version. Und dann habe ich halt nie geupdatet, bis meine Cousine zu mir kam und meinte, ja, da kann man cheaten. Ah. Und nur deswegen habe ich geupdatet, weil früher hatte ich auch noch selbst Crack und konnte halt nicht zu der alten Version zurück. Und ja, das war ein bisschen kacke. Ich hatte noch nie Crack. Ja doch, am Anfang, weil ich wusste halt noch nicht, das war halt, ich habe das von meinem Cousin bekommen. Und ja, daher, ich wusste nicht mal, dass man sich das kaufen muss eigentlich. Ja, und ich habe das mit Hilfe vom Nachbarn dann gekauft. Warum, kannst du das nicht selber? Nee, weil da musste man alles mögliche einstellen. Paypal. Ja, alles mögliche und Zeug und anmelden. Ach so, ach ja, weil du da noch recht jung warst, stimmt ja. Ja, da habe ich natürlich nicht groß, wie das geht. Deswegen war am Anfang auch die E-Mail über meine Eltern und jetzt ist ja jetzt wieder meine E-Mail von Minecraft. Ja, ich hab ja Minecraft, seitdem ich 12 bin. Nee. Das habe ich. Ach stimmt, ich habe Minecraft du hast länger Minecraft gekauft als ich. Das ist mir gerade mal so aufgefallen. Ich habe seit Anfang letztes Jahr, ich glaube 1. März letztes Jahr, habe ich Minecraft gekauft. Und ja, deswegen, da hatte ich schon, ich habe aber auch schon seitdem ich 4 bin, meine eigene E-Mail-Adresse. Lol, ich erst seitdem ich es in der Schule gebraucht habe. Und wann hast du das in der Schule gebraucht? Fünfte Klasse, das war vor... Fünfte Klasse hatte ich schon vor sowas... Vor 2 Jahren. Da hatte ich schon sowas namens externe Festplatte. Rubber ja, Tree, ich habe Rubber Trees gefunden. Ey, krass, kann ich mir was mitbringen? Ja, ich muss mal eben erst eine Spitzhacke machen. Ich hab da ja, kein Holz mehr, scheiße. Und ich mach grad meinen Hof bisschen gerade. Bist du gerade bei dir? Nein. Schade, sonst hätte ich dir was in Stadtding reingetan. Warum was denn? Ach stimmt, Tree Capulator ist ja auch drauf. Ja. Stimmt ja, habe ich ja schon völlig vergessen. Deswegen leckt das ja auch zwischendurch kurz. Ich hab schon gedacht, der Server wird gerade abkacken. Ist auf jeden Fall recht nice mit dem Tree Capulator. Den haben wir halt dazu gepatcht noch. Genauso wie Applied Energistics, also dieser ME-Mod.
Ich bin aber ziemlich nützlich. Was habe ich noch? Ich hätte es bestimmt schon eine Stunde Kist machen müssen, bis alles, was ich rein habe. Haben wir Netherorts drauf? Kannst du mal eben gucken? Warte mal. Ich muss auf Items, Blocks, glaub. Such doch noch einfach nach Nether. Müsste so, ja. Nether-Ohr ankommen. Wie viel, brauchst du wie viel Rubber? Ein paar halt. Ich kann da also die anpflanzen. Ja, Netherorts drauf. Ist geil. Ich habe schon 8 Saplings. Ja, 4 Stück. Hier sind noch richtig viele Bäume. Sagen wir es mal so, du machst mein Grundstück ein bisschen schön tiefer, wie ich es dir gleich sag. Also nur ein bisschen, halt nicht alles, sondern. Ja, ich mache hier gerade auch ziemlich begradigt, dass ich danach meine Villa einbauen kann. Ja, ich habe überlegt, wie ich das mache, aber da frage ich nachher nochmal die Zuschauer, deswegen. Ja, ich will so ein richtig modernes Haus anbauen. Ja, warst du nicht Typ Dings? Machst du das? Ja, ich bin ja ziemlich Hannig, ich baue mir oben drauf eine Villa. Mechanik, du warst noch Labor. Ja, Labor. Mechanik, Labor, das ist das gleich, also Techniker. Techniker von der Stadt bin ich. Ich bin Techniker halt von 1 und 1. Ja, ich mache halt so große Maschinen und alles mögliche. Ja. Deswegen habe ich mal Schicke. Reichen 25 Saplings? Ja, auf jeden Fall. Und ich hole noch mehr. Die sind richtig viele, ich habe über 1 der Grubber Trees. Wobberwood meine ich. Ja, ich nutze hier gerade ziemlich den Timbermod aus. Ja, glaubst du ich nicht? Fäll hier Bäumchen, bekomme Äpfelchen, wenn ich dann später Essen an ist. Und ich werde das so machen, es gibt ja aus Minecraft Mark, von Peter, du weißt doch diesen, wo der einen Laserdrill mit befeuert. Weißt du noch, was für ein Ding der das macht? Mit diesen, keine Ahnung. Ja. Und, darf ich jetzt mal einen auf Hacker machen? Guck mal eben auf den Stadtbrunnen, bitte. Ja. Guckst du? Ja. Hi. Hacker. Ja. Du hast einfach nur P-Missbrauch. Aber Nico, mein Grundstück musst du eigentlich kaum begradigen. Weißt du, was du nur begradigen musst? Guck, wie viele Bäume ich habe. Eine Frage. Oh. Ja, ich habe auch richtig viel. Könntest du dein Grundstück ein Stückchen tiefer machen? Also auf der Höhe von den Gerätschaften hier, von dem ME-System? Ja, kann ich machen. Nur den Anfang oder bis ganz durch? Am besten, ja, wie du willst halt. Am besten hier die Seite, damit wir den ganzen Zaun so runtersetzen können. Und sieht das mit meinem Zaun scheiße aus. Ja, ich kann es hier so machen. So, wie viel möchtest du? So viel wie du willst. Kannst sagen wir es mal so, ich gebe dir ein komplettes Stacks Rubberwood. Kriegst du ein Stack. Kannst im ME-System gucken, im Haupt-ME. Ja, warte. Was brauchst du noch? Saplings? Gebe ich dir genau 16, das ist genau die Hälfte. Achso, du bist nochmal einführen, oder? Ich gebe 4. Ja, kannst du schon nehmen. Und brauchst du Copper? Copper Ore ist nämlich auch drin. Lol, wir haben, glaube ich, hier im Terminal einen kleinen Fehler, weil bei mir werden die Items nicht angezeigt. Zeig mal. Ach nee, ich hab's, glaube ich, auch ins Falsche getan. Bestimmt in deins, oder? Ja! Weißt du, woran das lag? Hm. Ich hab den doch umgesetzt bei mir einmal. Ah, warte mal. Besser? Achso, hier ist ja die Leitung. Ich hab schon gedacht, hey, ich könnte ja hier ein Ding dran machen. So. Strom kannst du ab jetzt schon verbrauchen. Ja. Kostet ja Geld. Und das Glasfaserkabel ist eins, was du behalten kannst. Ich hab bei mir zwar 2 weniger, aber ist ja egal. Gut, auf jeden Fall, wie lange machen wir schon? 18 Minuten. Okay, dann müssen wir gleich einen Cut machen. Ich habe bei mir das Kabel ein klein wenig umgelegt, dass es hinter den Gerätschaften lang geht. Eine Frage, ist ein elektrischer Ofen teuer, außer Redstone halt? Warte mal kurz, Elektrik, der braucht glaube ich sogar nur Eisen. Nein, das, der Elektrik mehr. Würdest du der braucht noch eine Circuit, das braucht Redstone. Aber wenn du ein Iron Furnace macht, der ist schon allein schon leicht schneller. Könntest du denn vielleicht, ja Eisen habe ich ja schon ein paar, 21 Stück, könntest du das vielleicht denn so machen, dass du 2 Öfen baust, bitte? Da könntest du mal einen ins ME, also nicht hier ins Stadtsystem mitbauen. Steinöfen oder? Nee, elektrische, also Electric Ofen. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall mal Redstone. Ja, ich mache mir gerade erstmal Eisen. Gell, die Leitung ist gedrosselt, gell, die hat keine Hochspannung. Ich weiß. Drossel kommen. Nein, ja, hast du hier eine Drossel, hast du unterm Hof eine Drossel verlegt? Also, dass hier keine Hochspannung durchgeht? Ja.
Ah gut, dann kann ich das nachher dann nochmal Gerätschaften anschließen, ohne Befürchtung. Du warst doch dabei, als ich das gemacht habe. Ach so, ja, die hast du ja drin gelassen. Ja, und wenn ich eine Hochspannung will, die kann ich ja dann extra verlegen lassen. Ja. Kostet halt mehr. Viel mehr. Ja, dann den Tarif, dann bezahlst du halt im Monat für 10 Millionen EU. Also wenn braucht, muss ich da mehr wie 10 Millionen pro Tag zahlen. Du weißt schon, dass ich das so mache, dass ich den, also ich lade den MFSU einmal voll, und dann mache ich den so aus, dass er nicht mehr voll geladen wird. Oh, Kappa, den snack ich mir. Habe ich dir doch gegeben. Ja, so, dann tue ich So, den mal. ich würde sagen, Nico, dann würde ich Ja, sagen, zu 21 machen Minuten, bis dann zum nächsten Mal und und ciao. ciao.